Samsung Galaxy A71 gegen TCL 10 Plus. Welches Smartphone ist besser? Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Bei der Kategorie Design ist das TCL 10 Plus mit 50:49 Punkten haarscharf vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 7 Gramm leichter, 3,1 mm schmaler und 5,7 mm kürzer. Das Galaxy A71 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 1,2 mm dünner und 6,6% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm kommen beide Produkte auf 66 Punkte. Bei folgenden Merkmalen ist das Galaxy A71 besser: 2,6% höhere Auflösung und 3,5% größere Bildschirmgröße. Das TCL 10 Plus ist durch folgenden Punkt überlegen: 1,3% höhere Pixeldichte. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das TCL 10 Plus knapp mit 88:84 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 128 GB mehr interner Speicher. Das Galaxy A71 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 0% schnellerer Prozessortakt, 3 Nanometer kleinere Halbleitergröße und 29% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Im Bereich Kameras ist das TCL 10 Plus mit 68:66 Punkten sehr knapp vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, hat einen CMOS-Sensor und eine Blitz-LED mehr. Das Galaxy A71 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 43% mehr Megapixel der Hauptkamera, zweifach mehr Megapixel der Frontkamera und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Audio. Beim Punkt Audio gewinnt das TCL 10 Plus eindeutig mit 81:62 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Das Galaxy A71 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: ein Mikrofon mehr. Akku. In der Kategorie Akku kommen beide Handys auf 65 Punkte. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Merkmale. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften sind beide Produkte ebenbürtig mit 83 Punkten. Das Galaxy A71 ist in folgenden Eigenschaften besser: zweifach schnellere Downloads, zweifach schnellere Uploads und unterstützt ANT+. Das TCL 10 Plus hat folgenden Punkt vorzuweisen: hat Bluetooth aptX. Ergebnis. Beide Handys kommen auf 70 Punkte in der Gesamtwertung. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Falls euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.